Servus, der Marc von Pizza Giovini, hier bei mir ist die liebe Belgin Ella. Hallo. Nee, Ella, ne? Eigentlich kurzes L. Ja, Belgin ist die Königin von Belgien. Ja, haben wir gerade gelernt. Und ich habe sie jetzt nach Brüssel geschickt, dass sie mal ihr Volk begrüßt. So. Ja. Mensch, was beseite. Ich wusste nicht, dass ein türkischer Name ist, ehrlich gesagt. Aber Ella ist nicht türkisch, oder? Nein. Ich habe eh international. Ich habe eine Freundin, die heißt auch Ella. Belgin International, ja, schön. Na gut, mein Lieber. Also ich würde dich bitten, dass du dich mal so überdrehst, hier. Dann haben wir die Haare so, genau, bedeckt und dann ist es für dich angenehmer, super. Zunge zeigst du mir mal bitte, von unten. Perfekt, super aus, alles soweit. Also anatomisch schon mal keine Komplikationen zu erwarten. Ich betäusche dir. Einmal ausstrecken, hochheben. Die macht genau, was ich will, die Kinder. Das ist, wenn man meine Videos kennt, dann wissen die Leute genau, was ich will und wann ich es will. Und dann machen wir das auch. Super, es macht echt Spaß. Süß, das Schmetterling. Gestern. Sonst du gestern? Mhm. Sieht voll gut aus. Da gibt es ja, ja, weiß nicht, was nimmst du für die Pflege? Ich habe mir gesagt, Betantin oder Vaseline. Genau, also was echt geil ist, aber das musst du nicht. Das will ich mega. Das, die Leute lieben es echt. Das von der Gel, ja. Das für Tattoos auch. Und also nur das Gel, das Spray ist nicht für Tattoos, aber das Gel ist für, das wird dazu drauf. Das ist wirklich richtig krass. Ich habe keine Tattoos, aber meine Mitarbeiter, die schmieren das Pavillon wie blöd und sagen, das ist so geil. Ich kann es nicht beurteilen, also es macht halt wie so einen unsichtbaren Verband. Ja, ich mach's da mal drauf, wenn du Lust hast. Ich mach so einen unsichtbaren Verband drauf. Du hast quasi eine Schutzfunktion und es fettet nichts im Stahl. Weil mit der Linkssalbe, mit der Bepanthen ist halt alles so fettig. Da sind die Haare äußerst scheiße, aber es fettig. Das macht so einen unsichtbaren Verband. Macht quasi auch einen geilen Glanz, das glänzt halt richtig schön. Das ist echt angenehm und du hast ja quasi einen Schutz, es kommt halt kein Bakterium hin, weil das quasi zumacht. Also echt ganz cool. So, während wir das Tattoo einschmieren und deine Zunge wird taub, darf ich dich fragen, hättest du es gerne mit Glitzer oder ohne Kugel? Ohne, eine silberne Kugel einfach. Dann nehmen wir quasi einfach ein normales Kugel oben, also ohne Stein drauf und ganz basic Zungenpiercing. Belgien, es ist am Anfang ein längerer Start. In 6 Wochen kannst du den Nummer kleiner, in 3 Wochen wollte ich sagen, kannst du kommen, dann mache ich den Nummer kleiner. Mhm. Das wäre auch wichtig, weil der Start ist zu lang, damit wirst du dann auf Dauer verrückt. Also es ist mir lieber, du kommst nochmal kurz vorbeigefügt, dann mach ich das Teil aus. Ja? Das ist dann die Kugel oben, Kugel unten, das wäre dein Setup für den Start. Passt das für dich? Was machst du sonst so? Ich bin Zahnarztassistentin. Ah, also noch in der Ausbildung, ja. Macht Spaß? Ja, geht. Den Leuten weh zu tun? Mhm. Ich poliere Leuten die Fresse. Ich poliere Leuten die Fresse? Und sag das auch noch. Unglaublich. Das müssen wir ausschalten. Nee, das Video wird wahrscheinlich Cool-Status haben. Ich bin voll lieb. Ich bin echt lieb. Ob ich das so glauben soll, aber du machst zumindest einen sehr sympathischen Eindruck. Also ich schenke dir meinen Vertrauensbonus. Dankeschön. Wenn man dich so hätte mit deiner, also wenn man bei dir dann bei der Behandlung in deine schönen Augen guckt, in die Rehaugen mit den Wimpern, dann denkt man sich wahrscheinlich auch, oh, das wird es nicht. Ja? Und du denkst wahrscheinlich, ja, jetzt noch ein bisschen. Jetzt schau rein, voll rein. Ja, schützt zu weh? Nein, oh, schade, nochmal ein bisschen nachsitzen. Nee, aber du machst, also das ist ja quasi beim Arzt selber. Und ich glaube, man kann auch die Ausbildung als Zahnhygienikerin noch dazu machen, ja, oder? Ja, wenn man dann die Ausbildung zur Zahnarztin schon hat. Kann man den noch drauf machen. Ja. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. So, meine Liebe. Also, du streckst mir deine Zunge raus, ich halte mir die fest, ich stecke dir das durch, das macht mir auch Spaß. Ja, kriegst du jetzt den. Aber ich tue den Leuten nicht gern weh. Es wird ja oft den Piercern unterstellt, dass wir Sadisten sind. Und das bei mir ist echt so, ich freue mich am allermeisten, wenn die Kunden mich danach anstrahlen und sagen so, boah, das war jetzt überhaupt nicht schlimm. Das ist für mich eigentlich das schönste Lob, weil mein Ziel ist natürlich, das so minimal intensiv wie möglich zu machen, also dass der Kunde wirklich eigentlich gar nichts spürt. Das ist mein Ziel. Also den Sadisten, den muss ich hier streichen, den ich für mich im Studio zumindest nicht. So. Dann, hast du toll? Warum nicht? Auch die Fresse vor dir, ja. Ja, Schatz, komm mal vorbei, wenn du den Zahnarzt und dann ist aber Schluss gemacht, wahrscheinlich. Nein. Ja, ich sag doch, wie es war, so war es doch. Weiß es doch, ja. Nein, Spaß beiseite, aber, naja, jetzt. Ich habe keine Zeit. Echt jetzt, warum? Was machst du denn? Keine Arbeit. Ja, hallo, die ist ja nur 8 Stunden oder 7 oder was? Wie? Ich bin mal um 21 Uhr nach Hause gekommen, mal um 8. Okay, hast du so lange auch die Zeiten? Ja,
Oder fangt ihr später an, oder? 9. Also du kannst nicht von 9 bis 9 arbeiten, das sind 12 Stunden. Von 9 bis 8. Aber das sind 11 Stunden. Aber da ist dann kriegst du ja nur ein paar Euro, das ist ja ein Hungerlohn. Also das würde bei uns im Handel, wenn ich das im Handel machen würde, dann hätte ich sofort die Gewerkschaft hier und keine Ahnung, die Arbeiterkammer, die würde mich schweigen. Wirklich. Aber bei den Ärzten kann man, die Ärzte dürfen immer noch so viel mit ihrem Personal machen, sonst passiert nichts. Und wenn sie bei uns sowas machen, würde ich vielleicht vorbei, die würden die Bude zuschmieren. Wenn ich bei der hier so spät spielen lasse. Das ist doch gut. So. War nicht so schlimm, gell? So. Muss halt irgendwann du und mit dem Zahnarzt heiraten. Die Zahnarztfrau ist für. Ich denke mir immer schön, wenn man den Beruf lernt. Wirklich dann das Glück hat, mit jemandem zusammenzukommen, der den Beruf macht, kannst du echt zur zweiten Praxis machen, gemeinsam? Mega. Wenn wir gut zusammenarbeiten, stellen wir echt lässig vor. So, schaust du mal an. Sehr schön, oder? Mhm. Fängst du dir? Ja. Ist gar nicht so lang. Naja, schon. Wenn ich dir jetzt, du schaust dir mal von unten an. Schon lang, 20 mm. Das brauchst du aber, du wirst sehen, wenn du die kleine Zunge spielt an. Das ist jetzt, im ersten Moment denkt man immer, naja, so schlimm ist nicht. Also du wirst merken, heute Morgen die Zunge wird dicker, du hast ja genug Puffer, also keine Angst, kann nichts passieren, aber. Tja, die Batterie, die hat jetzt falsch eingespannt. Mal kurz gucken. Vielleicht war es wieder falsch rum drin in der falschen Spannung. Auf jeden Fall, also wie gesagt, das ist, die Zunge wird noch dicker werden. Also manchmal denkt man sich, alles ist gut, aber es wird noch ein bisschen nerven. In 2 bis 3 Wochen machen wir deswegen einen kürzeren Stab rein, weil du wirst mit dem irgendwann verrückt, also kommst du dann einfach mal her. Ich denke mal, 3 Wochen ist eine gute Zeit. Manchmal schaffen es die Leute nach 2 Wochen, aber 3 Wochen ist safe. Da können wir fix auf 16 mm wechseln. Machen wir dann auch, das mache ich dir bitte. Und dann soll alles passen. Mundhygiene ist dir, glaube ich, bekannt. Du machst bitte ganz normal die Zähnchen putzen. Hast du schon dabei die Zähne, also es wird funktionieren. Zähne putzen normal wie immer. Nach dem Zähneputzen die Mundspülung nehmen. Da ist ein Messbecher dabei, 10 ml, spül eine Minute lang aus und spuck aus. Ja? Also einfach nur mit dem spülen. Und danach, tagsüber, wenn du unterwegs bist, in der Arbeit bist, in der Audi, bitte Mundspray nehmen. Nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, Mundspray nehmen. Ja, wenn du Wasser trinkst, nicht, aber alle anderen. Frischer Atem macht das auch. Macht guten Geschmack, guten Atem, schmeckt echt lecker und macht echt Spaß. Und der ist wirklich super, also der mit der unterstützt die Heilung am besten. Chlorhexamid, Tantenwerde, was du alles in der Audi hast, bitte alles nicht nehmen. Die sind meistens viel zu stark, die Sachen. Chlorhexamid hat 5 bis viel zu aggressiv, brauchst du nicht. Bitte von mir, das ist auf dem besten Weg. Die ersten 3 Tage, heute ist Donnerstag, wird die Zunge schwelen. Das heißt, du wirst vielleicht heute und morgen ein bisschen komisch reden. Das ist normal. Am Montag sollte wieder alles normal sein. Du könntest dir sonst nicht ein Problem noch nehmen. Du würdest die Schwellung etwas reduzieren. Wenn du möchtest, muss man aber nicht. Essen, trinken darfst du alles. Die nicht pasteurisierten Milchprodukte lässt du weg. Du die normalen Basics von Haarmilch und alles, was es gibt, dann Joghurt und Co. kannst du alles dabei essen. Dann machst du keine Sorgen. Fragen? Dann sehen wir uns in 6 Wochen, Entschuldigung, in 3 Wochen zum Wechseln. Mit Termin hat mich gefreut. Ich hoffe, du warst zufrieden und empfehle uns bitte weiter. Das war die liebe Bayern Ella. In diesem Sinne, tschüss, Baba.